ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, heute soll es mal wieder um eine meiner Abo-Boxen gehen, und zwar die Foodist-Box. Ja, ich freue mich immer tierisch darüber, wieder die neuen Sachen auszuprobieren und ja, einfach zu probieren. Und ich freue mich sehr, euch wieder oder mit euch zusammen das wieder auszupacken. Ihr habt, glaube ich, ein bisschen was im Bild schon sehen können, und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich habe das Gefühl, dass es diesmal wesentlich mehr Teile sind als sonst. Also ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. Ich weiß gar nicht, ob das sonst auch so viele sind. Ja, wahrscheinlich schon, und man merkt es nur einfach nicht. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz bunt an. Und zwar fange ich hier einmal an mit Urban Fruit, also das ist die Marke. Smashing Strawberry. No added sugar or sulfates. Das sieht so aus. Ich lese euch wie immer, ihr kennt das ja mittlerweile schon, auch das, was hier in dem kleinen Heftchen steht, noch vor, damit man auch einmal, ja, einfach die Vorteile von diesem Artikel auch einfach mal, ja, weiß. Und jetzt muss ich das nochmal ganz kurz, ja, durchlesen. Und zwar haben wir hier einmal gebackene Erdbeeren. Die frischen Erdbeeren werden schonend bei niedrigen Temperaturen gebacken, bis sie ihr Wasser verlieren und damit knusprig und haltbar werden. Die Smashing Strawberries schmecken natürlich süß und aromatisch nach Erdbeere vom Feld, da Urban Fruit komplett auf zugefügten Zucker verzichtet. Auch weitere Konservierungs- und Geschmacksstoffe werden verbannt. Experimentieren Sie herum. Genießen Sie die gebackenen Erdbeeren im Müsli, Granola, im Porridge oder als fruchtige Backzutat. Ja, da bin ich sehr gespannt. Sind auf jeden Fall, fühlen sich sehr, sehr weich an. Also jetzt nicht irgendwie getrocknet oder so. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Dann machen wir mal weiter mit Mission More. Ich glaube, das ist diese Marke, die es auch mittlerweile schon in einigen Rewe-Märkten gibt. Und zwar sind das 5 Brownie Bites. Schmecken wie Raspberry Brownie. Die sehen so aus. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, finde ich. Bei dieser Mission übernehmen Datteln und Mandeln das Kommando der fruchtig-nussigen Snackbites. Herbstschokoladiges Kakaopulver und feines Himbeerpulver sind jedoch die eigentlichen Helden dieses Geschmacksabenteuers. Kraftvolle, natürliche Schokoladenaromen und die leicht säuerlichen Nuancen der Himbeere vereinen sich so zu einem Feuerwerk des Geschmacks. Mission More hat das Ziel für den gesunden Genuss aus besten Zutaten dabei weiterhin fest im Blick. Sie sind 100% natürlich, kein Gluten und keine künstlichen Geschmacksverstärker kommen den Raspberry Brownie Bites in die Quere. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt, wie die schmecken. Wir hatten ja schon mal was von der Marke, das war jetzt nicht ganz so meins, aber ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. So, dann haben wir hier von Proper Corn Lightly Sea Salted Popcorn. Ich bin der Meinung, das hatten wir schon mal gehabt. Oder eine andere Tüte. Ach, ich weiß, das war ein mit Kurkuma irgendwie. Kurkuma, Zitrone oder so ein Popcorn. Was haben wir denn hier? Proper Corn, wieso finde ich das jetzt hier nicht? Kölner Snack. Finde ich hier gar nicht tatsächlich. Ist hier noch was? Nee. Sehr witzig, das ist hier gar nicht drauf. Dann machen wir mal was anderes erstmal. Ich gucke mal, vielleicht finde ich das nachher mal. Ich gehe hier mal nach der Reihe jetzt. Und zwar haben wir hier von Sparefruit Pear Crisp. Also Birnenchips, getrocknete Birnenchips. Sparefruits haben echt etwas in der Birne. Egal ob zu krumm, zu mickrig oder außerhalb der Norm. Das junge Startup aus Großbritannien verwandelt vom Großhandel aussortierte Birnen aus der Grafschaft Kent in getrocknete Birnencrisps. Nichts wird weggeworfen. Um alle Nährstoffe und Aromen zu erhalten, werden die dünnen Birnenscheiben luftgetrocknet. Langsam, schonend und vollkommen natürlich. Trotz ihrer krossen und knackigen Konsistenz schmecken die Birnenchips herrlich saftig und aromatisch. Fast wie direkt vom Baum gepflückt. Künstliche Zusätze oder zusätzlicher Zucker kommen bei Sparefruits nicht in die Tüte. 100% Birne.
Davon bin ich der Meinung, hatten wir schon mal Apfelchips gehabt, die uns auch echt gut gefallen haben. Ich finde immer nur, es wird ja so viel immer Werbung gemacht, dass ja, so alte Früchte verwendet werden und so. Und trotzdem sind die Sachen immer noch so sehr, sehr teuer. Und da denke ich dann immer so, es gibt auch, ich weiß es gerade gar nicht, so eine Bio-Kisten, die man sich ja bestellen kann, so mit Leben, also mit Gemüse, Obst. Und das ist alles so aussortiertes Obst und Gemüse. Und das ist so teuer, wenn man sich sowas kauft. Dann kann man auch ganz normal sich das im Supermarkt kaufen. Dann denke ich immer schon, naja, wenn man schon irgendwie solch ein paar alte Sachen nimmt oder die nicht so gut aussehen oder die man nicht so gut verwenden kann, vielleicht wie andere, dann sollte das auch ein bisschen preiswerter sein. Und ich finde das schon sehr teuer. Ich hatte erst überlegt, ob ich das mache, und dann habe ich das umgerechnet und habe gedacht, nee, da kannst du auch in den Supermarkt gehen und dir das direkt normal kaufen. Und hast halt dann nicht immer eine Kiste mit Sachen, die, wo du vielleicht das und das davon gar nicht brauchst und dann unbedingt, sag ich mal, aufessen musst. Ja, da bin ich auf jeden Fall trotzdem sehr gespannt. Dann machen wir mal weiter mit dem Ape-Snack. Und zwar von Ape oder Ape. Da hatten wir auch schon mal was. Und zwar auch solche Taler, glaube ich. Und dieses sind jetzt Crunchy Coconut Bites mit Chocolate. Sehen so aus. Finde ich von der Verpackung auch sehr, sehr schön. Die sehen toll aus. Wir haben gedacht, dass die Crunchy Coconut Bites von Ape Snack nicht leckerer mehr sein können. Falsch gedacht. Die Crunchy Coconut Bites Chocolate haben sich nach dem ersten Bissen in unsere Herzen geknuspert. Zum feinen Kokosgeschmack kommen ein herrlich herbes Kakaopulver. Hinzu, das im Zusammenspiel mit nach Karamell schmeckenden Kokosnektar den Schokotraum wahr werden lässt. Ja. Bin ich sehr, sehr gespannt. Das letzte Mal, glaube ich, fanden wir auch ganz gut. Bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann haben wir hier von Chica's Food Plantain Crisp Original. Und zwar sind das Kochbananenchips. Oh Gott, lebendig und intensiv schmecken diese Kochbananenchips. Die Kochbanane ist im Grunde Westafrikas Antwort auf die europäische Kartoffel. Die Bananen werden geerntet, wenn sie fast überreif sind. In dünne Scheiben werden sie nur kurz gebacken, bis sie goldbraun sind. Leicht gesalzen sind sie ein besonders knusprig, süß-herzhaftes Erlebnis. Westafrika hält einige der weltweit delikatesten Snacks bereit und Kochbananenchips gehören definitiv dazu. Ja, auch da bin ich sehr gespannt. Wir hatten ja letztes Mal solche Bananen, die uns überhaupt nicht geschmeckt haben. Und von der bin ich da jetzt gespannt. Habe ich auch tatsächlich sowas noch nie probiert. Von der, ja, mal schauen. So, das nächste auf meiner Liste ist von Nutti Kakao. Kakao. Und zwar Natural Chocolate Coconut Cups. Das sieht so aus. Ich mache das mal auf. Achso, oh Gott, wie süß. Seht ihr das? Oh, jetzt ist mir gerade mein Zettel runtergefallen. Das ist auch sehr gut vorbereitet wieder heute. So, ich zeige euch das nochmal und lese euch das wieder vor. Kokoszucker und Agave süßen die Cups natürlich und subtil ab. Nutty Cups verzichten auf weitere Süßungsmittel und verwenden ausschließlich natürliche Zutaten. Etwas Rohvanille und Meersalz runden den lieblichen Geschmack der Schokolade ab. Ein schokoladiger Genuss, der gut zu Kaffee oder Tee passt. Die Chocolate Coconut Cups sind absolut gluten- und laktosefrei. Auch Veganer dürfen sich auf diese süße Nascherei freuen. Ja, finde ich auch immer ganz cool, wenn man ja, darauf steht, sag ich mal, vegan oder was auch immer. Finde ich auch immer ganz nett, dass die auch so ein paar Sachen davon dabei haben. Auch wenn jetzt von uns beiden keiner Vegetarier oder Veganer ist. Aber ja, finde ich trotzdem immer ganz nett. So, und dann kommen wir wirklich schon zum letzten Artikel, der hier im Heft ist. Das heißt, das Popcorn wird wahrscheinlich ein Goodie gewesen sein. Und zwar von der Marke Nature Seeker wahrscheinlich. Ein Kölner Snack mit Meersalz und Pfeffer. Sieht so aus, auch eine schön große Tüte. Nature Seeker packen in ihre kernigen Nuss-Scoops wertvolle und nährstoffreiche Samen und Saaten, um für Snacker mehr Ballaststoffe und pflanzliche Proteine zu liefern. Um den Geschmacksknospen Abwechslung zu bieten, verfeinert Nature Seeker die Scoops mit feinem Meersalz und einem kräftigen schwarzen Pfeffer.
Ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, wie ich finde. Ich liebe ja so Sonnenblumenkerne, am liebsten so mit Karamell überzogen, immer sehr, sehr lecker. Und ja, finde ich zum Beispiel auch wieder sehr schön, dass die wieder bis Ende des Jahres haltbar sind. Also sehr, sehr schön. Sowas finde ich wirklich toll. Ich denke, da wird mein Freund sich auch wirklich sehr drüber freuen. Ja, und in dem Heft ist tatsächlich nichts geschrieben über das Popcorn. Auch hier hinten sogar, wo ja nochmal die Zutaten und Nährwerte stehen, steht auch nichts über das Popcorn. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein Goodie gewesen sein. Ja, und zwar nochmal von Proper Corn. Ich zeige es euch nochmal. Das Lightly Sea Salted Popcorn. Ich finde die Verpackung sehr schön. Das ist eine schöne Tüte. Und ich bin aber der Meinung, dass ich das tatsächlich auch schon mal irgendwo im Supermarkt gesehen habe. Kommt aus London. Und ja, leicht gesalzen. Ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Werde ich euch bestimmt berichten im nächsten Aufgegessen-Video. Leider war die Resonanz zum letzten Video nicht ganz so gut. Also ich hatte 5 Daumen nach oben und 2 tatsächlich nach unten, was ja vom Verhältnis schon fast 50-50 ist. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich noch ein neues Video machen werde. Vielleicht würde es noch eins geben. Und wenn diese Resonanz genauso schlecht ausfällt wie die letzte, werde ich dieses Videoformat einstellen. Weil es bringt nichts, wenn ich mich hier 30 Minuten hinsetze, euch voll laber und ich dann im Verhältnis nur 50% begeistern kann. Das ist nicht, ja, mein Ziel und dann würde ich mir vielleicht eher überlegen, andere Videoformate zu machen. Ich fand es immer ganz interessant, so auch für mich als Resümee zu sehen. Aber wenn es halt bei euch nicht ankommt, dann denke ich, werde ich das Format dann einstellen. Ja, werden wir dann auf jeden Fall sehen. Ich denke mal, ein Video wird es aber dann auf jeden Fall noch geben, wo ihr vielleicht in die Sachen, die bis dahin leer sind, auch noch sehen werdet. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch wieder fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Abend und ich sage bis bald, ihr Lieben. Tschüss!